Da stieg herab Famalor von den hohen Draken, welcher Pyrdakor die fünfte Sphäre versagt hatte. Weltenbrand war ihr erstes Treffen gewesen. Weltenbrand wurde ihr zweites Treffen. Pyrdakor aber rief an, was auch für alte Draken keinen Namen hat. Heerscharen folgten seinem Ruf, mehr denn er gekennet, mehr denn er gewollet. Die Riesen, Erbfeind allen Draken, stiegen über jenes Gebirge, wo ihr mich gefunden. Trolle und Ogren wurden ihr Fußvolk. Menschen und Zwerge krochen aus ihren Höhlen, alter Feindschaft willen. Die Tore zur siebten Sphäre wurden zerschlagen, Gehörnte brachen herfür. Die Echsen gar eiferten, des Pyrdakor zweites Volk zu erwürgen. Zerschmettert ob solcher Neidschaft wurden Tishianer, der Elbenstadt und ihresgleichen. Zerschlagen ob solchem Übermut wurden Seta, der Echsenstadt und ihresgleichen. Verwüstet ob solcher Feindschaft wurde der Garten umringt von Bergen, der sie alle genährt. Pyrdakor, der Güldene, stand zerstört, seine Elemente vernichtet, sein Karma entschwunden, seine Völker zerschlagen. So steht ihr in eurer eigenen Villa. Iseruun und Boltax haben den Hesinde geweihten Dragoniter Asavo Yitzkok vom See mitgebracht. Und so könnt ihr euch gemeinsam zurückziehen in eure Lounge. Aber mir und Kiras Rafim sind ebenso da. Nun, wen habt ihr mitgebracht? Der gelehrte Herr Morenes. Wir kennen uns bereits. Kann es sein, dass ihr mich gestern nicht bemerkt habt, aber ich war bei eurer Vorlesung. Oh ja, ich erinnere mich sehr gut an euch. Ihr tragt nun also das Schwarz. Nun ja, ich habe neue Verbündete gewonnen und ich trage ihre Kleidung. Ich will darüber nicht urteilen. Ich freue mich, dass ihr wenigstens einen weiteren Unterschlupf gefunden habt. Aber ihr seid auch einer der Drachentöter, korrekt? Das ist wohl wahr. Ich würde es nicht Unterschlupf nennen. Ich würde es Heimat nennen. Ja, nickt. Kannst sehen, wie er wohl ein großes Buch in seinen Händen trägt, was tatsächlich beschrieben ist mit Draconomicon. Vielleicht hat er eine weitere Ausgabe. Diese ist zumindest schuppig. Oh. Ihr habt ebenfalls einen Exemplar dieses Buches? Nun, was steht dort drin, was bei unserem nicht steht? Ja, eigentlich ist das unser Buch. Was? Ja. Nun gut. Also, berichtet. Etwas freundlicher. Der Ton macht die Musik aber mir. Das hat sich nicht dann verändert. Dann redet ihr denn mit einem Geweihten? Führt aus, was ihr auszuführen habt. Ist es so genehmer? Ja, das klingt viel besser. Ich müsste mich um Etikette Sorgen machen, aber naja. Nun, ich kann selbstverständlich ausführen, aber ich hatte mich bereits mit euren beiden Freunden darüber informiert, was sie wissen, und einige Informationen ausgetauscht, die sie haben wollten. Ihr seid auf der Suche nach einem wahren Namen, nach dem wahren Namen des größten Übels, was Aventurien aktuell kennt. Ja, so könnte man es ausdrücken. Nun, dann kann ich euch vielleicht bei der Suche helfen. Das freut uns. Die anderen haben euch schon erzählt, was wir bis jetzt herausgefunden haben, wie sich dieser Name verändert und zusammensetzt. Ach, das mussten wir tatsächlich gar nicht erwähnen. Das war schon bekannt, dass er seinen alten Namen, den mit R beginnenden, abgelegt hatte und jetzt einen neuen trägt. Ja, aber habt ihr auch erzählt, was wir herausgefunden haben, schon wie sich sein neuer Name zusammensetzt? Oh nein, das wollten wir tatsächlich noch tun. Wir dachten aber, das sollten wir vielleicht alle gemeinsam tun. Fang doch damit an, Kiaras. Also gut, wir haben auch herausgefunden, dass er seinen Namen ablegt oder nun zumindest nicht ganz ablegt, sondern eher sich verändert, dass er versucht, sich selbst wiederzubeleben und da er versucht, sich Teile von dem
Hydrakor-Namen einzuverleiben. Dadurch hat er hat diese Flamme an sich genommen und benutzt das wohl als Art Katalyst, um das Ganze in die Wege zu leiten. Auch haben wir herausgefunden, durch die Hilfe eines Trolles und trollischer Sternenbilder, dass scheinbar das Sternbild des Drachen eine große Rolle bei diesem Namen spielt, dass er versucht, man könnte fast sagen, seinen Namen in den Himmel zu schreiben. Dann seid ihr tatsächlich schon sehr intelligent und habt einiges herausgefunden. Zudem überrascht es mich, dass ihr mit Trollen spracht. Ja, das kommt vor, hin und wieder. Ja, ein sehr netter Typ. Der Minister für Trollangelegenheiten. Richtig. Grauelheim. Ja, genau. Richtig. Ja, er hat uns auch dann geholfen, der Herzbaum. Selbstverständlich kenne ich ihn, er ist der Minister für Trollangelegenheiten. Natürlich. Faszinierend. Wir schuldigen ihm noch einige Honigbonbons. Und das solltet ihr nicht warten lassen. Sobald wir wiedersehen. Ja, aber ihr, meines Wissens habt ihr bereits von zwei Troll-Artefakten Gebrauch gemacht, beziehungsweise diese in eurem Besitz. Apep selbst mag euch zwar als verachtenswert definieren, doch immerhin hat eine seiner Essenzen euch diese überlassen. Doch hat er euch nicht verraten, wie ihr sie benutzen könnt. Er war überaus nutzlos. Ja, das habe ich mir gedacht. Apep selbst mag euch zwar... Er hat zu viel Angst davor, die wahren Fähigkeiten von Drakundas und Knaldukas weiterzutragen, da sie gegen ihn benutzt werden können. Er ist ebenso ein Teil der Essenz, ein Weezer vor. Aber ihr wisst etwas Genaueres dazu, wie man diese Trollwaffen benutzt. Selbstverständlich. Es gibt Möglichkeiten, diese Kugel so zu benutzen, dass sie anstelle von euch den wahren Namen trägt. Denn wie ich bereits im Draconita-Tempel ausführte, dass ein menschliches, elfisches oder zwergisches Wesen, ganz generell ein sterbliches Wesen, solche Dinge nicht zu ordnen zu mag, sondern sie seinen Geist zerbrechen lassen. Das ist tatsächlich neu und hilfreich. Also, wir wissen, oder uns wurde zumindest schon gesagt, wie diese Artefakte zu nutzen sind, dass man den Namen hineinschreibt in die Kugel, sie hält und dann mit der Axt in der anderen Hand zuschlägt und dadurch den Karfunkel und die Seele des Drachen vernichten kann. Nicht in der anderen Hand. Die Kugel sollte selbst wohl 50 Stein wiegen und ich glaube nicht, dass jemand so sehr stark sein kann, dass er nicht nur eine zweihändige Trollaxt führen kann, sondern eben auch eine weitere Kugel. Sie sind... die Trolle war zumindest wären dazu in der Lage, ja, aber für uns wäre das definitiv schwierig. Ich bin mir unsicher, ob der Träger der Axt die Kugel halten muss oder ob die Kugel nur den Namen tragen muss und in der Nähe sein muss. Letzteres. Die Kugel muss mit dem Namen eines Drachen bestückt sein, mit dem wahren Namen wohlgemerkt, und auf dann kann Knaldukas, auch als Karfunkelspalter genannt, den Karfunkel des Drachen nicht nur unfehlbar treffen, sondern auch zerteilen. Ist es möglich, dass die Kugel aktiv den Namen übernimmt, wenn sie in die Nähe des wahren Namens gerät? Ich bin mir selbst nicht ganz sicher, wann der letzte Name in diese Axt hineingeschrieben worden ist. Das ist weit vor meiner Geburt passiert, aber ich denke, dass sie interagiert und wechselwirkt mit einem solchen Namen. Die Kugel ist magisch, auch wenn sie aus Metall besteht. Aber ich sagte ja bereits, dass es Trollstahl ist. Wie gestaltet sich der Prozess des Namens einschreiben? Grauelheim erzählte uns lediglich, dass wir die Kugel halten und darin Mondmacht einfließen lassen sollen. Da ich selbst nicht über Sternkraft verfüge, sondern lediglich theoretisch darüber gelesen habe, bin ich mir selbst leider nicht ganz sicher, wie dies zu funktionieren hat. Ob man so etwas wie eine Matrize öffnen muss. Die Magister aus Punin können einem zwar schöne Geschichten erzählen, aber sie sind allzu sehr Theoretiker und
Selbst für mich als Hesinde-Geweihten mag dies nicht ganz nachvollziehbar sein, wenn sie etwas abschweifen. Dachte ich ja, wir hätten nach Romulus gesollt. Wie nah muss die Kugel an dem Drachen dran sein? Die Kugel muss in der Nähe sein. Ich glaube, so eine Art Wechselwirkung wird sich auch spürbar ergeben, intuitiv. Also muss einer von uns die Kugel tragen und ein anderer die Axt. Sie muss zumindest bei euch geführt sein, wenn ihr euch in den Kampf mit dem schwarzen Drachen begibt. Und was ist in der Kugel drin? Die Selbststelle, die ihr mir gezeigt habt, da stand ja etwas, das eingeschlossen sei und enorme Macht hätte. Ebenso stand dort drin, dass diese Kugel nie geöffnet ward. Nicht einmal Apep vermochte dies. Sie ruhte viele, viele Jahre in den Klauen vom schwarzen Drachen und konnte dann durch die Mission des Raspyris befreit werden. Aber ich glaube, darüber seid ihr zumindest informiert, Magister Morenes und auch hohe gelehrte Dame von Spogelsen. In der Tat. Das ist richtig. Also gut, wir brauchen den wahren Namen. Dieser muss eingesprochen werden in die Kugel und da muss die Kugel in der Nähe sein, während einer die Axt führt und sie in den Schädel des Drachen treibt. Nun, ich denke, der wahre Name kann vorher eingetragen werden. Ja, das meinte ich damit auch, aber wir müssen den wahren Namen finden und eintragen und dann, nun, irgendwer muss in die Nähe des Drachen kommen. Kann ich machen. Ich frage mich nur, was dieser wahre Name mit dem Verstand dessen anrichtet, der diesen Namen einträgt. Naja, man muss schon etwas gefestigter sein in seiner Persönlichkeit. Dafür, wie ich das jetzt verstanden habe, ist doch die Kugel da, damit eben ja, nicht sein Verstand dabei vernichtet wird, oder nicht? Ich möchte euch noch einmal darauf hinweisen, dass wir hier nicht von irgendeinem Heptarchen oder von irgendeinem Drachen sprechen. Ich habe den anderen bereits den Stammbaum von Eärsephyr gezeigt. Mit den alten Drachen, die auch Götter hervorbrachten, wie beispielsweise Kor. Dabei nickt er mal rüber zu Raphim. Was? Ich habe mir gedacht, dass ihr nicht aufgepasst habt, aber wenn ich jetzt ausführe, dann solltet ihr tatsächlich zuhören. Exakt, ach so, was erzählt ihr? Exakt auch ihr, Raphim. Bin fürchterlich interessiert. Ihr mögt euch zwar Drachentöter nennen und dies nichts leichter als das klassifizieren, aber ein Kampf gegen einen Drachen ist nicht fair. Das ist richtig. Er kann buchstäblich durch einen See aus ätzendem Urin, brennbarem oder klebrigem Kot sich zurückziehen. Er kann Flammenmeere speien. Und dann? Wie folgt man da? Oder wer will da folgen? Was ein Drache tun kann, um ein Schlachtfeld schwieriger zu machen? Er kann nicht nur seine Körperkraft nutzen. Liegt da ein totes Pferd? Der Drache greift es, dreht es auseinander und verteilt seine Eingeweide überall hin. Oder ein Haus? Solltet ihr in Garad kämpfen wollen, der Drache drischt beiläufig mit dem Schwanz dagegen und schwächt die Grundmauern. Er reißt mit Telekinese einen vielleicht sogar verzauberten Schild beiseite oder den Helm vom Kopf und spuckt die Flammenlanze in das Gesicht. Geht man in Deckung? Prima, dann zermalmt er dich darunter. Während ich dich mit Flammen pinne wie ein Regiment Armbrustschützen. Ihr könntet brennen oder werdet erschlagen, das ist eure Wahl. Es ist uns durchaus klar, dass ein Kampf gegen einen Drache nicht dasselbe ist wie gegen einen Menschen oder etwas ähnliches. Ihr solltet niemals unsere leichtfertige Ader verwechseln damit, dass wir nicht uns im Klaren sind, was auf uns zukommt. Diese leichtfertige Ader, die wir benutzen, ist eben dafür da, um nun damit klarzukommen, dass wir uns dem Drachen stellen werden. Wir haben vielen Gegnern gegenüber gestanden. Es ist klar, dass jeder Gegner für sich eine Gefahr darstellt und vielleicht dieser Gegner gefährlicher ist als alle anderen. Doch am Ende, was spielt es für eine Rolle, wenn wir vor dem Gedanken alleine ihm gegenüber zu stehen, jetzt schon vor Angst erzittern und ihn um Gnade anwinseln wollen. Wird uns das helfen, ihn zu besiegen? Nein. Er ist ein Gegner. Er kann getötet werden, er wird getötet. Mit diesen Gedanken gehen wir an diesen Kampf heran.
Wenn wir es anders tun, haben wir bereits verloren. Blitzwerke kämpfen seit tausenden von Jahren gegen... Es ist nur eine übergroße Echse, die getötet werden muss, mehr nicht. Naja, das nun auch nicht. Drachen sind mitunter telepathisch. Das heißt, du versuchst dich zu orientieren, Flammen sind überall, der Gestank von Säure, der hoch wabert und eine gewaltige Bestie, die dich zerfetzen will. Und dann ist sie sogar noch in deinem Kopf, sie spricht zu dir, verhöhnt dich und sagt dir, dass sie deine Pläne kennt. Und das tut sie. Dass sie weiß, was du tun wirst und dass du kaum einen klaren Gedanken in deinem Kopf mehr formen kannst. Er kann alles in deinem Kopf abspielen. Bilder, Gedanken, Musik. Kämpfe können Stunden dauern. Fair? Nichts an einem Kampf gegen einen Drachen ist irgendwie fair. Eine gewaltige Bestie. Und selbst wenn ihr ihn irgendwann anpinnen könnt, wenn er keine Lust mehr auf den Kampf hat, dann erhebt er sich. Liegt los. Die Schlüsselfrage ist, warum sollte er es nicht tun? Er braucht definitiv einen Grund zu bleiben. Wenn man dann will, dass er bleibt. Solltet ihr den Kampf irgendwann gegen ihn suchen, ob in Wahrung, in Werheim oder in Gareth, ihr müsst wissen, was sein Ziel ist und ihr müsst wissen, was euer Ziel ist und wie ihr es erreichen könnt. Oh, wir kennen unseren Plan, umso besser. Dann müssen wir nur einen Plan machen, der für ihn keinen Ausweg gibt, der in seinem Tod enden wird. Und dann wird er vor Verzweiflung erschottern. Ich möchte nur einmal klarstellen, dass ein Drache ist und nicht nur einfach der nächste schwarze Ritter, der an einer Wegbiegung auf euch wartet. Es ist uns klar. Ich glaube, ihr habt mir nicht zugehört. Wir wissen, dass er etwas Besonderes ist. Und dennoch ist er nur der nächste Gegner. Und so werden wir auch gegen ihn kämpfen müssen. Ansonsten können wir nicht gewinnen. Was seine Gnaden ausdrücken möchte, ist einfach, dass wir uns die Realität dieses Gegners klar machen müssen, um einen klaren Gedanken fassen zu können. Das ist der logischste Weg, um heranzugehen. Wir haben dem Drachen schon einmal gegenübergestanden. Ich denke, uns allen ist die Realität dessen klar. Was bringt es uns also, ob dessen zu verzweifeln? Unterschätzt die Drachen nicht. Hat doch auch keiner vor, aber was bringt es denn jetzt, hier noch 3 Stunden darüber zu reden, wie er uns alle fressen wird, auf uns drauf scheißen und wir dann an elendiger Säure verrecken? Ja, das wird nicht passieren. Diese Bums. Rassasoma hat tatsächlich den gleichen Nachteil wie auch ihre genannten Karinor. Arroganz. Genau. Überheblichkeit. Hybris. Erst kommt die Hybris und dann der Fall. Und das müsst ihr nutzen. Ja, das ist doch auch der Plan, oder nicht? Das haben im Übrigen alle Drachen. Nicht nur Drachen. Ja. Wir sollten aber schon etwas konkreter werden, wenn wir diesen Plan formulieren. Nicht einfach nur, ja, das improvisieren wir dann. Wir sollten vielleicht gezielt Dinge aus seiner Vergangenheit oder seinen Wünschen für die Zukunft herauspicken, um ihn aus der Reserve zu locken. Wir können ihn ja mit seinem alten Namen ärgern. Aber das würde tatsächlich funktionieren. Das ist doch jetzt eine Diskussion, die ganz klar erst stattfindet, wenn wir diesen komischen wahren Namen haben, oder nicht? Nun, es kann nicht schaden, sich schon im Vorfeld Gedanken darüber zu machen. Aber wir wissen doch gar nicht, wo das Schlachtfeld ist, welche Verbündeten wir zu der Zeit zur Verfügung haben werden, was überhaupt der wahre Name genau bringt. Also, ihr könnt euch entweder jetzt Gedanken machen oder dann, wenn es zu spät ist. Ja, aber ich weiß... Wann ist der richtige Zeitpunkt? Euch den Gedanken machen? Bestimmt ihr diesen Zeitpunkt oder der Drache? Ich bin mir sicher, der richtige Weg wird sich offenbaren. Das ist keine Art, einen Plan durchzuführen. Ja, jetzt sagt mir doch mal, was ihr genau planen wollt, dann helfe ich euch ja gerne. Aber ich verstehe noch nicht so genau, was euer Plan ist. Ihr wisst nicht, wo es stattfindet. Ihr wisst nicht, was für Gegner wir haben werden, außer dass der Drache da sein wird und dass wir da sein werden. Ihr wisst nicht, was für Verbündete wir haben werden. Ihr wisst nicht mal genau, wer die verdammte Axt führen soll. Afim, ein ausgezeichneter Punkt. Und auch das muss überdacht werden. Verbündete. Ja, wir brauchen die Kämpfer aus Xorlosch, ganz klar. Ihr solltet tatsächlich auf die Reise gehen und Verbündete suchen. Ich möchte euch nicht als Drachentöter in die Verantwortung nehmen, denn dies ist ein Ding, was nicht nur der Hesindekirche, sondern quasi allen Kirchen obliegt, wenn sie sich denn gesammelt haben. Wir brauchen Verbündete, denn auch Rassasor wird nicht alleine in den Krieg ziehen. Lessankan sitzt in der schwarzen Sichel. Und auch er folgte einst Borberat.
und wie ihr an diesem Stammbaum erkennen könnt, ist Lessankar nicht nur irgendjemand oder irgendetwas, sondern auch wieder eine Essenz von Pyrdakor. Ja, die Riesen sind herabgestiegen. Aber wenn ihr irgendwelche Verbündeten habt, dann sagt gerne Bescheid, weil wir haben irgendwie keine mehr. Drei die Stück liegen alle tot vor Wehrheim. Er deutet wieder auf den Stammbaum. Ich würde jetzt nicht mit dem anderen Gammeldrachen ankommen, damit der den anderen Drachen umbringt. Oh nein, oder? Wir können doch keine Drachen als Verbündeten. Oh nein. Was denn? Die sind doch am besten dazu geeignet. Hat euch diese Kugel, von der ihr die ganze Zeit spricht, nicht auch ein Drache gegeben? Ja, aber der Drache findet uns scheiße, oder nicht? Er findet Menschen generell scheiße, nicht uns persönlich. Nun, ich frage, wen ihr mehr hasst, die Menschen oder den schwarzen Drachen? Nun, sie haben Jahrtausende lang nichts gegen den anderen Drachen gemacht, also warum sollten sie sich jetzt bewegen? Vor allem, wenn sie dann wissen, dass wir eine Möglichkeit haben, sie zu töten. Weil sie jetzt ihre Chance wittern, mit uns als Verbündete. Ich glaube, das hat nichts damit zu tun, dass sie die Chance wittern. Es hat eher damit etwas zu tun, dass sie unglaublich alt sind, unglaublich eingebildet und sich... Ihr müsst verstehen, wie ein Drache denkt. Menschen sind wie Unkraut. Wenn sie ausgerupft werden von einem schwarzen Drachen, dann wachsen sie nur wieder nach. Schneller als zuvor. Sie kümmern sich nicht darum, ob wir leben. Sie kümmern sich nicht darum, ob es uns gut geht. Aber auch hier könnt ihr sie wieder packen. Und das ist genau das, was ich eben sagte und das, was Karinor ausführte, beziehungsweise ihr, Raphim. Übriges. Arroganz. Also wenn ihr jetzt der Meinung seid, dass ich den goldenen Drachen so lange triezen soll, bis er endlich seinen Arsch hochkriegt, er den schwarzen Drachen umbringt, dann wird der uns, glaube ich, fressen. Also ich halte es immer noch für keine gute Idee, sich mit Drachen zu verbinden. Das kann nur schiefgehen. Das ausgeborene Böse. Allesamt. Was? Nein. Wir haben doch sehr nette kennengelernt. Also, ich denke... Nein. Es ist ein Versuch wert, zumindest mit ihm zu reden, aber ich glaube, ich muss darauf hinzustimmen, dass sie, egal was wir tun, egal was wir sagen, kein einziger von den anderen Drachen auch nur auf die geringste Idee kommen wird, uns zu helfen, weil sie einfach einen Scheißdreck interessiert. Würde ich mir Apep, den Herrn des Walds, ansehen. Er hat ein hohes Alter, was letztendlich dazu geführt hat, dass er sehr, sehr langsam wichtige Entscheidungen trifft und zuvor gründlich alle Argumente durchdenkt. Aber wie wäre es mit einer Finte? Behauptet doch einfach, dass sich Apep dem Kampf angeschlossen hat. Ihr solltet dabei Agapyr als den älteren Bruder nicht triezen oder beleidigen, aber seine Arroganz durchaus ansprechen. Wenn sein jüngerer Bruder Assasor vernichtet, wem gehört er dann der Ruhm? Und wem gegenüber soll ich das behaupten? Dem Drachen gegenüber selbst. Und dann guckt der Drache mir in die Gedanken, sagt, ich erzähle nur Scheiße und frisst mich. Ja, das scheint mir doch eine sehr große Lücke in dem Plan zu sein, wenn er uns Gedanken lesen kann. Tatsächlich sind die größeren Drachen sehr begabt, der Hellseher. Ja, ja. Also der Plan hat doch jetzt, also die Lücke sehe doch nicht nur ich. Nein, nicht wirklich. Durchaus nicht. Es geht aber nicht darum, dass er uns glauben muss. Es geht nur darum, dass wir einen Funke in ihm sehen. Ein Funke des Zweifels. Aber der guckt mir in meine Gedanken, sieht genau, dass wir diese Unterhaltung geführt haben und dann frisst er mich. Also dafür, dass du gerade gesagt hast, dass wir uns darauf vorbereiten sollen und ihn nicht unterschätzen sollen, ihn mit einer solch billigen Liste zu versuchen zu verarschen, ist also wirklich jetzt totaler Sau. Abwarten. Euer Gnaden, wir können in so einer wichtigen Angelegenheit nicht einfach potenzielle Verbündete anlügen. Das sind Drachen und keine Verbündeten, mit denen muss man nicht ehrlich sein. Was? Natürlich. Nein, natürlich nicht. Wenn wir sie als Verbündete gewinnen möchten, dann können wir natürlich nicht unehrlich zu ihnen sein. Wir müssen nicht direkt lügen, ihr haltet ihnen bestimmte Wahrheiten vor. Das ist keine Lüge. Ja, aber der Drache kann mir doch meine Gedanken lesen. Selbst wenn ich ihn anlügen wollen würde, das kann ich doch gar nicht. Dann solltet ihr zurückkehren zu demjenigen, den ihr schon kennt. Apep. Ja, dann gehe ich zu dem hin und sage, bewege deinen Arsch und
bring den schwarzen Drachen um. Und dann sagt er, ja, warte, lass mich 500 Jahre drüber nachdenken. Ach, dann bist du tot. Ja, das ist mir herzlich. Aber mir, du warst der Einzige, der Apep jemals gegenübergestanden ist. Oder, Isarum, warst du auch dabei? Ich bin mir nicht sicher. Ich war auch dabei. Und nun, er ist nicht unbedingt, ich würde sagen, leicht zu erreichen. Man muss seine Motivation vielleicht ein wenig kitzeln. Was würde passieren, wenn der schwarze Drache siegt? Was würde dann mit Apep passieren? Was würde aus seinem Reich verbleiben? Habt ihr nicht auch noch irgendeinen hokasischen Drachen? Schaf hier? Ich denke nicht, dass ich eher dazu bequemen würde. Das ist für ihn zu weit weg. Also, wenn ich jetzt diese ganze Gelaber über Drachen richtig verstehe, dann ist das doch im Grunde ein sehr, sehr fähiger Magier und auch erhält sich zum Magier, oder nicht? In der Tat. So sieht es aus. Wenn ich doch jetzt dahin gehe und dem Drachen sage, der, keine Ahnung, 5000 Jahre alt ist oder lass ihn noch älter sein und ihm dann sage, was total offensichtlich ist, dann wird der Drache mich angucken und mir sagen, sag mal, hättest du mich für behindert? Da wird er doch schon selber drüber nachgedacht haben. Der sitzt doch da nicht in seinem Berg und denkt sich, ich bin dumm und langweilig. Da haben wir vielleicht... Also, mir ist gerade ein Gedanke gekommen. Wenn mehrere Drachen gegeneinander kämpfen, ist das prinzipiell gut für uns, weil auf jeden Fall ein Drache stirbt, so oder so. Haben wir denn die wahren Namen von Agakyr, Apep und Hybriden? Also könnt ihn ja mal gerne nach seinem Namen wahren fragen, dann wird er euch fressen. Außerdem wissen wir nicht, ob sie sich nicht einfach miteinander verbünden. Und das tun sie beileibe nicht. Man kann nie wissen. Zum einen unterstehen sie gänzlich anderen Prinzipien, dem von Nosulgor und Pyrdakor. Diese widersprechen sich. Zum anderen ist Apep konservativ. Aber wenn ihr doch gesagt habt, dass den guten Drachen überhaupt nicht interessiert, ob wir leben oder sterben, weil es werden schon irgendwie neue Menschen wachsen, der wird sich halt den Ständern sagen, ja, dann kommen halt irgendwann andere Leute und dann gebe ich denen halt nochmal die Drachenwaffen und dann sollen die halt das machen. Allerdings besteht schon ein gewisser zeitlicher Druck, da ja der Name des schwarzen Drachen sich gerade jetzt verändert hat. Ja, aber der hat sich doch schon mal geändert. Aber damit könnten wir sie ja kriegen. Wir sagen einfach, der Razorzor kann was ihr nicht könnt. Wie wäre es, wenn wir seinen Stellvertreter, seinen Herold überzeugen, Drakodan von Misakvel. Lassen wir ihn unsere Arbeit tun. Also, wissen wir, wo er ist? Ich sehe uns eher den komischen Typen da überzeugen, anstatt Apep. Können wir nicht erstmal, ich weiß nicht, eine Variable aus der Gleichung rausnehmen und, ich weiß nicht, einen von den Drachen töten? Nein. Also, ich denke... Es gäbe Möglichkeiten, mit den Drachen zu sprechen, ohne dass sie uns in die Gedanken gucken können. Man könnte ihnen einfach Nachrichten schreiben. Ich denke vor allem, Belrassas wäre das angebracht. Ich denke nicht, dass wir ihnen zu Angesicht gegenüberstehen sollten, um mit ihnen zu reden. Ich könnte nicht sagen, aber wem willst du denn die Nachricht in der Hand drücken? Wir haben doch unsere... eigenen Schwarzmagier jetzt. Die haben doch diese Dämonenvögel, mit denen man Nachrichten schicken kann. Ach, die Isarun hat was gegen Dämonen. Selbstverständlich. Nun, Isarun, ja, aber wir haben jetzt einen Schwarzmagier. Es ist keine dämonische Materie. Was? Natürlich. Aber mir dieser ist Zauber eine dämonische Komponente. Keine Dämonen. Was wisst ihr denn schon? Kennt ihr den Zauber? Selbstverständlich kenne ich ihn. Besitzt ihr ihn? Nein. Also aber kennt ihr ihn nicht. Das ist jetzt auch vollkommen absolut egal. Es gibt die Möglichkeit, diese verdammten Vögel zu schicken, oder? Es gibt diese Möglichkeit. Also, wunderbar. Mein Punkt ist gemacht.